Ja, keine Ahnung, warum er jetzt doch weiter aufgenommen hatte. Keine Ahnung, aber ist auch nicht so wichtig. Selbst und gesichert. Das war eine Ahnung. Das war ein bisschen gleich eine sehr wichtige Entscheidung vor Spiel. Vielleicht soll mir eine Emotion anstehen, was nur sicher gehen. Oh, ein Weg mit dem Zaunpfahl. Und dem ganzen Zaun. Und dem Haus, das beim Zaun steht. Ah, wie ich sehe, sind sie wieder vollzählig. Ein Glück, dass sie die Angelegenheit mit dem strengen Dr. Röntgen regeln konnten. Vulkanin benötigt ungeteilte Kräfte. Geht's jetzt? Ende geht in den Fight! Kommen Sie. Woher kenne ich die Musik? Ich weiß, komm nur drauf. Endlich! Wir sind schon die selbe Spitze! Vielleicht die wichtigste Versammlung der stolzen Geschichte Vulkaniens. Zeit, in der Tiefe zurückzugehen. Wir werden uns auf einen schweren Kampf vorbereiten. Nein, nicht jetzt, Herr Präsident. Ich liebe es. Jetzt dabei viel auf Ihr erlangtes Wissen. Das können Sie uns über den Feind sagen. Die Frage habe ich mich schon voll freut. Bitte keinen Fachvortrag, Herr Professor. Allgemein verbreite Scheu von gebündelten Gedankenpaketen mit langsam beängstigenden Zügen an. Heißt drum, ich habe meinen Aufenthalt in Röntgen als Heißzelle nutzen können, um ein paar kleine Ausarbeitungen anzufertigen. Kleines Exposé? Also ausgesprochen hilfreich. Lassen Sie sehen. Haben eine kompakte Aufstellung für uns bekannte Technologien, Waffen, Stärken und Schwächen. Gegner ist angefertigt. Künftige Planungen gewiss von Nutzen sein können, Vermögen. Kurz klage ich auf den Punkt. Vielen Dank, Herr Professor. Es war in der Tat eine große Hilfe. Mensch, das war nur die Ouvertüre. Weil haben wir vollumfängliche Kulturationstheorie der mozartischen Baukunst arbeitet. Schöner Zusatz, gewiss. Da ich immer noch etwas Cyberzell hatte. Grüß so, Kotlitzer! Hab mich wirklich beeilt! Konnte ich noch eine Deutungsgeschichte der martialischen Hieroglyphen Stammelkunst verfassen. Okay. Hieroglyphen Stammelkunst. Bedeutendes Werk. Zweifellos. Jetzt war 908! Das ist eine wirklich gute Überlegung. Vielen Dank, Herr Professor. So, ich habe schon wieder vergessen, wie ich ihn gesprochen habe. Ich glaube, bis nächstes Mal, wenn ich eins von Real Trolls Spielen aufnehme, muss ich komplett durchgehend aufnehmen, dieses komplette Spiel. Also wenn Wolfenstein raus ist, nehme ich mir dann ganze Woche, mache ich dann nichts anderes als aufnehmen. Gute Woche wird es nicht dauern, also ja, machen wir einfach weiter. Ich werde die technologischen Ausarbeitungen an unsere Fabrik weitergeben. Richtig! Da geht's ja feiern! Nehmen wir den Hacker und geschützt an den Kragen! Hurra! Ich werde den Bau unserer neuen Abwehrmittel nach Bestkräften beaufsichtigen. Ich fürchte, dazu wird Ihnen die Zeit fehlen. Wir bewegen Sie auf der nächsten Außenmission. Außenmission! Wir folgen nach handfeste Betätigung! Wo soll sie denn hingehen? Müsste das denn und hingehen eben nicht auseinandergestiegen sein? Boah, recht schön viele. Gegenwärtig sind neben ihr noch ein anderes Spezialtrupp unserer Basis. Ah, da kommt er ja. Ah. Doch hier wird dieser Kerl! Aufgeblasener Amateur! Ah, die Herren kann sie schon. Fein, fein. Ihre beiden anderen Trupps stellen momentan unsere aktive Verfügungsreserve dar. Wie viele Trupps sind denn jetzt im Einsatz, Kotlitzer? Herr Kotlitzer. Wer ist denn? Zwei Elten liegen miteinander im Kampf. Herr von Stein allein reicht da nicht. Über das Wohl des Ganzen zu entscheiden. Auf einer Menschheit ruht auf vielen Schultern. Gehör zu! Unheldisch! Präsident wird sie nur mit der strategischen Lage vertraut machen. Was ist das? Moment, falsche Stimme. Ach, andere Lagesprechung, Exzellenz. Ah, große Strategie. Robert verloren. Der Feind dringt heftig vor. Verlust des Events. Aber es ist einiges vor uns. Zwei Maßnahmen gehen in Vorrang. Erstens, Verluste kompensieren. Zweitens, Fallbohr stoppen. Ja. Wenn du Aufgaben zuteilen. Sager, Magwitz. Wenn das eine bestimmte Maßnahmen. Ja, also wir haben jetzt die Auswahl zwischen 2 und ja, danach geht's halt weiter und ich werde erstmal Verluste kompensieren machen und dann, wenn ich das Spiel durch habe, werde ich die alten Safe Games reinwerfen und Feindformat stoppen. Da will ich auch mal schauen, ob er einen gewissen Kampf geändert hat, beziehungsweise das Ende eines gewissen Kampfes oder ob das immer noch das gleiche beschissene Ende ist. Fahre ich hin und boxe ihn. Also, ich liebe diese Mission. Wen auf die Werbung schicken! Magwitz!
Hab ich kaum vergeignet! Über die Dörfer ziehen und Knecht in Uniform zum Fängen! Alle Kamellen! Muss man Zeit anpassen! Außer für den toten Dörfer niemand mehr finden! Ja, wo soll denn dann ein neues Heer ausgehoben werden? Übersee, Magwitz! Hast du mal alle Dollarkeine nicht auf die Yankees hier gefahren? Das ergibt so überhaupt keinen Sinn, dass sie das noch nicht angegriffen haben. Lass sie schon mal finden! Es ist klasse statt Masse! Finden wir ein paar gläubige Helden, die der Mutter Leute wieder aufrichten kann! Komm in den Übersee! Da wurde doch nur aufrichtige Gesinde, dass er mal hier rüttelt! Schick deinen gesamten Pinguin heißen auf dem Spiel! Das wird doch greifen, Fred und winkt! Wie viele Glorreiche sollen wir denn einsammeln, Exzellenz? 7 müssen reichen! Das müssen dann aber alles Vorbilder sein! Wir haben schon einmal begonnen, eine Liste bewerbenswerter Individuen zusammenzustellen. Soll schon zusammenkommen! Halb wilde allesamt! 6 haben wir einen gewissen Mr. Cody, genannt Buffalo Bill. Sagt mir überhaupt nichts. Beste Schütze der Welt. Dann folgt Herr Custer. Ha! Bekannt! Laut kühler Kabarettist! Ein Pinguin nach meinem Geschmack! Schließlich brauchen wir ein Individuum namens Lederstumpf. Der Kundschafter schlechthin. Sagt mir auch nichts. Schon mal 3. Alle 4, die sich noch zusammen besucht werden, müssen mindestens von diesem Kaliber sein. Bringen sie uns Helden. Ja, die Namen sagen mir alle nichts. Na, wer ist am Top dieser Aufgabe nehmen? Bin ich bereit? Ausgezeichnet. Die Kollegen führen noch einen anderen Auftrag aus. So sind wir eigentlich nicht gefragt. Bereiten Sie auf die Mission vor, sobald alles parat haben, wenn Sie bei Captain Nemo. Sie auf den Expressweg zu Ihrem Ziel kutschieren und scheitern Sie nicht. Ja. Meine Reise in den Wilden Westen, wie aufregend. Oh, Schatz, ich zieh mal lieber zum Bastesten an. Ja, die Sorgen der Frauen. So. Dann haben wir, glaube ich, schon alles. Waffen und so brauchen wir jetzt nicht. Gott, kommt später wieder das mit den Namen. Oh ja, ey, Personen. So eine Rollenspiele spielen, in dem es weniger Personen gibt. Oder beziehungsweise, die es immer dieselben Personen gibt. Beziehungsweise alle so seelenlose NPCs. Sollte Skyrim spielen. Ja. Marcel, Atmosphere, sind wir an Bord. Habt ihr gehört, dass sie einen wichtigen Auftrag ausgesendet werden. Also Alex, werden sie unumschränkt an ihr Ziel bringen. Knoten. Tension, wir nehmen Fahrt auf. Das passt irgendwie nicht. Und so wie mich alles täuscht, wurde dieser Screen von 1869 ausgeliehen. Sieht zumindest genauso aus wie die Landkarte und die Gebäude erinnern mich auch irgendwie daran. Und der Rahmen wurde geändert. Denken Sie an Pfeil oder ein Schiff, Captain. Versuche ihn noch ein Stückchen näher zu bringen. Geschwindigkeit für Fluss einfach drosseln. Langsame Fahrt voraus. Ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn ich mich da täuschen würde, ne? Ja. Der Fluss sei wie zu seicht für meinen Geschmack, aber wir kommen da noch gut voran. Sacrebleu, was ist das? Was meinen Sie denn? Den Sie selbst. Hey, ich darf das Fernrohr fahren. Guck mal. Wie sieht das Ganze wie ein normaler Raddampfer aus, Herr Kapitän? Was sagen Sie denn, diesen Heckaufbauten? Ui, Tesla-Spulen. Bekannt aus Command Conquer, Alarm für Rot. Was ist das nur? Was rede ich doch, Monsignor? Ja, Wait, zurück! Jana, hier. Seht ihr was? Eigentlich ist er im Bug! Wie hat er das gesehen? Alvetta, was für eine fabelhafte Strahlenkanone. Er scheint gerade auf uns ausgerichtet zu werden. Macht sie toll. Voll Fahrt zurück! Rückzug! Voll geworden! Geil! Attacke! Monsignor, frohe See nehme ich es mit jedem Gegner auf und bohre ihn die Schiff ganz nach Belieben. Den Grund, diesen flachen Fluss zu dampfen, ein Vorteil. Das weiß er auch, denn er nimmt die Verfolgung auf. Alex, sitzt da vorne lang und fleuche in Ruhe der tiefen See. Mutig. Land mit ihnen, Alex. Haben sie doch ganz famos angelegt, Kapitän. Also Rückzüge, ihr Art! Wohl hinaus verpflichtet und habe keine andere Wahl. Solange der schreckliche Dampfer den Fluss beherrscht, ziehe ich mich auf das Meer zurück. Wie kommen wir dann wieder nach Hause? Wie ist der Weg, den Raddampfer auszuschalten? Bartbassel, andernfalls. Sacrebleu, Ernard, Revoir, Mon Yamis.
Man merkt, dass ich Französisch kann, ne? Warte mal! Geister Feigling! Können ja hinüber schwimmen, dann würde ich im Dickkopf bearbeiten, Leutnant. Was denn hier, Schatz? Eigentlich aber schon. Hieß doch, die neue Zeit noch nicht von Marsianern besetzt. Komm davon! Und richtig auf der Ring mit der Aufklärung betraut! Dann würde ein ganz erhebliches Problem für uns darstellen. Denken wir doch erst an die Rückfahrt, wenn wir unseren eigentlichen Auftrag erledigt haben. Oho, ich bin da auf zur Heldensuche. Ich hab schon so gespannt, wen wir alle aufgabeln werden, die Freunde. Oder auf Messern. Haha, wir haben Säbel kapiert. Oh, Moment. Ja. Das hätten wir dann soweit erledigt. Du, weil läuft mir auch noch die Nase. Moment. Dauert nur noch 2 Stunden. Das haben sie hoffentlich genug gesehen. Wir können schnellst wieder nach unten, Leute. Ja. Also reckte Mose seinen Stab in den Himmel und der Herr ließ Donner und Hagel, dass das Feuer auf die Erde schoss. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra. Okay. Wahrlich, der Herr hat ein Strafgericht auf die alte Welt herabgesandt und lässt die Sünder büßen. Also die Marsianer für eine Art himmlische Racheengel. In Gottes eigenen Land lassen wir uns den Glauben nicht durch die Obrigkeit geben, sondern erwecken ihn aus unseren Herzen. Wir sind der religiösen Engel des alten Kontinents entflohen, um ein freies, gottesfürchtiges Land zu gründen. Hier darf jeder die Botschaft des Herrn ohne Angst vor Verfolgung auf seine Art leben. Eure Anmaßung gegen hat euch seiner Rache überantwortet. Nun habt ihr den Salat. Unsere reine, lautere christliche Vielfalt ist unser Schirm. Asai, welche Konfession gehört ihr eigentlich an? Überhaupt Lutheraner! Ich halte es mit der Reformierten. Ich hänge einem gemütlichen Katholizismus an. Großteil meiner Bestandteile war, glaube ich, orthodox. Nun ja, das ist jetzt noch vielseitiger als ich. Ha! Hat für den Grund eure Rettung. Lobe den Herrn! Okay. Von Kirchen gehen wir ganz schnell weg. Bin nur aber Nickel, Massa, der die Baumwolle hütet. Sie haben sich das schlimme Wort zu benutzen. Baumwolle? Nein, nein, andere Wort. Wisst schon mal den Begriff. Nick? Sie wollen es ja schon wieder aussprechen. Schatz, sag doch mal was. Irren, Karl! Mach einfach, was ich sag! Dann kommt er einfach durchs Leben! Ja, Massa, der Tisch macht sowieso nichts anderes als gehorchen. Mächtiger Bursche! Der werft für niemanden, worum es mir geht. Der arme, entrechtete Bursche belegt sich selbst mit dem erniedrigen Fokular seiner Hand. Soll ich denn jemals selbst was wahrnehmen können? Hä? Meine Güte, Schatz, es muss dir doch aufgefallen sein, er ist schwarz. Ha? Überraschung! Für mich sehen die Nieren gleich aus! Stände, alle gleich aus! Liebsten sind märkische Landarbeiter oder hiesige Baumwollneger, alles eine Soße Gnäße. Sag ich, gehen alle ran oder Gipfel plastiert halt. Darf ich nur weiter Baumwolle hegen, was das? Oh Gott, nochmal die Diskussion. Ah, komm schon. Ich bin zu jedem intolerant. Völlig egal, welche Hartfarbe. Ich sollte aufhören. Eine verschlossene Hintertür. Ein baumwollenes Hemd. Ein Wassereimer. Es ist Tour, sorgt für Arbeit der Baumwolle. Stamm von Magwitz! Ich warte, dass die Baumwolle reif wird. Und warte. Und warte. Ich will auch nicht länger stören. Hey, können die Baumwolle nicht einfach klauen? Das ist schön an neuen Spielen, da kann man es einfach mitnehmen. Erik von Pferden, Greenhorns! Sonst können wir euch schneller in den Schlinger, als ihr dauerliches Missverständnis sagen könnt. Knüpfen wir euch ach, was auch immer. Buffalo Bills Wildwest-Show. Erleben Sie die Abenteuer echter Raureiter. Götzen Sie sich an Tapferkeit und Akrobatik. Lernen Sie wahre Predik kennen. Yeah. Oh Gott, Cowboys synchronisieren, ja. Das wird ein... Nein. Ach, ja, ja.
für ein verschlafenes Nest. Alles muss man nehmen, was man bekommt. Die Blockade angebracht. Huck, großer Chef. Nein, sie haben Gefecht zu schaffen. Ich gucke jetzt zwischen, was es in ihrem freien Zimmer gibt. Riech wie so ein Chef. lieber alles für die Show klar, Kumpel. Ey, ja. Was für ein schreckhafter Mensch. Was für ein unwürdiges Ende. Na, na! Oder komm! Willst du mehr geben? Achtung. In deinem Koffer liegt der letzte Mohikaner begraben. Ach, herrlich. Wanderziehung ist die nur Frau und Auer aufgebaut zu werden, um Kleinsterne ordentlich zu imponieren. Erzähl doch nichts vom Pferd. Ich sehe die Kiste. Nein, diese Kinder. Wenn ich nur daran denke, wie sie jemand dumm alles abgibt. Vor allem dieser Hackelbarre jetzt einfach schauderhaft. Verstehe. Selber sagen wir auch nicht. Na, na, na. Dass sie mir den Verbandskasten anrühren. Dass sie mir nicht den Ach. Wer weiß, wann ich davon wieder was von den lausigen Tom benötige. Eine Adresse, saure Kalami-Schlüssel. Schlüssel. Der unerbittliche Gegner des Schmutzes. Ach, mein Tom war immer so ein liebes Kind. Möchte wissen, welche Teufel man ihn manchmal reitet. Hä? Ist doch keine Frau. Ein Vorbild ist in der Küchenecke. Reinlichkeit scheint die oberste Gebot zu sein. Eine Vitrine mit dem guten Geschirr steht so, dass jeder Gast sogleich sieht, was meine schmucke Frau hat ihm hier bildet. Schranke hält alles, was für ein voll ausgebildetes Kaffeekränzchen-Kultur erforderlich ist. Für eine voll. Ach. Ich schreib doch hin, was ich. Ich lese eh, was ich will, also daher. Ja. Zu, dass er ein paar Pferde besorgt, Klinans. Jetzt müsst ihr die Weine Freddy, du Fuß durchwandern. Ich bin schon weitergelaufen. Ich habe schon ganzen Planet zu Fuß bewandert. Brauche ich ein Pferd? Einmal voll weißer Farben. Na Knips! Also mal die Bartfette! Ich will ganz Zaun schleichen! Zieh ihm gleich nichts auf, Schatz. Wer jetzt bestimmt auch lieber Fluss spielen. Guten Tag, Miss. Warst du in meinem Spaß vertieft, dass ich das gar nicht bemerkt hatte? Spaß? Wie das? Gleich die Knips! Wer darf schon sagen, dass er einen ganzen Zaun anvertraut wurde, Mister? Hm? Eine Sache! So gar nicht betrachtet! Gott, Schatz, du los. Denke doch schon etwa auf den langen Gang. Hä? Wie du einen Anspruch der Tätigkeit schon haben? Ich solle vielleicht erst mal warten, bis ich keinen Husten habe. Na, ich würde es ja ranlassen, Mister. Das ist Tante Pullis Lieblingszaun. Da finde ich nicht die dabei. Ich hätte jetzt echt eine Könnerschaft gefragt. Recht natürlich, gründlich zu sein! Ich weiß nicht, Tante Pulli gibt schicklich viel auf diesen Zaun. Wenn nun! Bau doch ab! Ich will euch ein Geschenk geben, wenn er mich der aufreißende Zaun veredeln lässt! Na gut, du wolltest mich zu drängen. Für den Apfel lasse ich sie an den Zaun. Abgemacht! Schauen Sie, Topien, was? Bin wild genug für diesen Zaun? Schau tatsächlich, Liebster. Ja. Wulwe. Schön. Gab's das damals schon? Der Schrank ist verschlossen. Sind Sie einfach vor dem Tresen, Sir, und außer dem Wunsch, ich bin sicher, Ihnen einen fairen Preis machen zu können. Der Bescheiß bedeutet, das sehe ich euch jetzt schon. Vollstes Gewebe schichtet sie jetzt sorgsam zu einer vorgegebenen Form. Ach, Sie haben einen günstigen Äpfel interessiert? Das macht er 2 Dollar oder Taler, wie Sie ihr Dollar nennen, Sir. Wir haben's. Löffel, Kerzenwachs, Scheuermittel, Lampenöl und dergleichen mehr. Vielleicht diese Kommode etwas ausgeprägt hausfrauliches. Neben auf dem Mississippi von einem gewissen S.L. Clemens. Wie gleich 4S! Für nur einen Fluss! Reichlich betrieben! Ja, es sagt irgendwo. Ich hoffe immer noch. Echter Kentucky Whisky. Naja, wie würde ich noch sagen, wenn gleich mal konfisziert. Sporn, Sattelkissen, Lederbeschläge, Hufeisen, wer auch immer in diesen Schrank stürzt, kommt als waschechter Cowboy wieder raus. Und hier war wohl mal ein Loch im Boden. Ich starb sich hoch und niederprozentiges, hübsch aufgeladener Alkoholgehalt. Na doch klar, das reicht mir zum obersten Regal, ins Schatz. Ach, nirgendwo kriegt man mehr. Nähnadeln, Stopfkissen, Wolle, Zwirn und Faden. Wer hier passionierte Häkler und kein Kerling Helden wäre, das ist ein Schrank zu Recht nach meinem Geschmack. Ja. Glückwunsch! Achso, ja, ja. Nur Tee, nichts für Abenteuer. Kann ich die Kasse nicht mitnehmen? Nein. So unfair, nicht mal klauen kann man mehr.
hat ja denselben Preis. Ich finde es immer schön, wenn im Rollenspiel überall dasselbe Preis herrscht. Warum soll auch irgendwo ein anderer Preis herrschen? Das ist so absurd. So, konnte man hier nicht? Scheinbar nicht. Okay, Besuchern! Kommen Fremden schon gar nicht! Drehe ich ihm die Tür ein. Was haben wir hier so zum Ausleihen? Kriegswichtiges. Das ist kurz nur eine Kommode lag, verteilt sie nur über diverse Koffer und Kisten. Ja. Hui, ist doch schade, dass ich nicht mehr mit Tom spielen kann. Achso, er dreht sich ja immer deswegen, hab ich schon gedacht, hä? Im Bett haben wir nichts verloren. Ach komm, das wird lustig. Ist bloß, ich komme nicht an, Mister. Wir sind froh, dass wir sie zugekriegt haben. So eine schöne Reisetasche, Sonne habe ich auch. Habe ich mal alles eingepackt. Weil was fehlt, machen wir es meistens dann, wenn wir es abdrehen brauchen. Bin nervös. Unverzüssen, gefüllt und verschlossen. Die Kiste muss noch mit Kleinkram gefüllt werden. Ansonsten scheint hier alles aufbruchbereit zu sein. Da kommt bestimmt das Bett oder so noch rein. Ja. Schon ist plötzlich leer geräumt worden. Ach komm. Irgendwas vergisst man doch immer. Der Schrank ist extra breit. Da auch, ja. Zieh mal nach Westen. Es soll es freies Fahrland geben. Es soll es Aue Reich. Sobald wir alles gepackt haben, geht es los. Ja, ja. Ach, warum gehe ich jetzt nochmal da rein? Das wollte ich irgendwas sagen, hast du ja vergessen. Ha, ich habe ein tolles Gedächtnis. Ich will die Kiste. Spring ich mal ruf. Kann ich jetzt überhaupt schon gehen oder? Ein Ungefühl! Die darf man uns rücken zu lassen! Muss sicherlich jemanden geben, der für dieses Gefährt sagen weiß. Nein! Ich geh nochmal da rein. Voyan, mein Europa! Komm, wir haben hier das Essen dort gewöhnen! All die verschiedenen Besteckarten! Verwirrend! Oho, da scheint eine Menge Prärie, stolche Unwesen zu treiben. Sollten Acht geben. Wird mir den Zettel anschauen. Howdy, Partner! Best Pferde gibt es in Silver Lake. Sogar Kalorie kauft er ein. Guten Tag, Fremde. Was kann ich für Sie tun? So, Helden. Schau, haben Sie einen gefunden, Sir. Sehen Sie, ich habe ein Abenteuerreis hinter mir. Vorher habe ich den heimlichen Karpaten den Rücken gekehrt, um nach allerlei Lebens hier in Pensions- und Gastronomie betrieben zu gründen. Ja, ja, ja. Soll meine Geschichte doch nicht so einzigartig sein, wie ich immer dachte? Hier im Schnäppchenpreis von 50 Talern übernachten, Sir. Oh, schon war ein herrliches Zimmer auf Sie. Gleich am Fuß der Treppe, Sir. Kann ich noch mal drauf ansprechen? Ja. Ich sag wieder dasselbe. Ja, ja, bla bla. Sommer nur für den eigenen alten Welt halten, meine Herren. Meine Güte, Europa herrscht wieder mal Krieg. Was ist daran schon erwähnenswert? Soll ich das auch? Soll ich nur durch deine Angelegenheit nachgehen? Sagen Sie uns in Ruhe lassen. Das ist leider schön benutzt. Hey, Karten. Zeit für den verkriegten Bürger am Rande der Prärie. Findest du eine Badekur? Hey. Ein leerer Flussschrank. Schwupps. Da hängst du. Siehst du an, hey? Ich rede mit dir. Ach, dummer Büffel. Ja, das stellt man sich den Helden richtig vor. Was seid ihr denn? Oder eine echte Legende für den Westen sehen? Na, kommt mal her. Schatten von Buckles! Pack seinen Kram zusammen, Rekrut! Abwasch eine Minute! Es fällt dir den Durchgang, Junge. Was für ihn? Mit samt seiner Schussfertigkeit für den Kampf gegen den brasilianischen Eroberer! Oh, gar nichts wirst du. Hab ich mit dem Rummel zu tun. Keine Zeit für deine Faxen. Pardon, Miss. Wir brauchen Ihre Hilfe. Eine Hilfe? Früher, ja, da wurde mein scharfes Auge meist in die Hand gesucht. Aber heute? Heute tinge ich meinen kleinen Zirkus durch miese Käfer und braven Bürger Abglanz des Abenteuers in ihre heile, ordentliche, moderne Welt zu bringen. Ja, sehr modern. Kreide, schieße und mache meine kleinen Kunststückchen für billigen Applaus, Paufspringige Affen. Hey man, habe ich einen echten Indianer aufzubieten, den letzten Amerikaner. Planen Sie nicht so fest ein.
schön. Also ihr Herz, Mann, lösen sich von ihrem Selbstmitleid und ziehen mit uns gegen einen Feind, der im Kampf verspricht, im Heldenzell Ruhm, der unerschrocken winkt. Ich werde euch nicht von einem Hutzelmännchen erklären lassen, was Mut und Tapferkeit bedeutet. Hutzelmännchen. Schön. Alle Pillern immer noch Saft in seinen Knochen, merkt euch das. Das heißt, sie werden uns helfen? Was soll es denn eigentlich gehen? Erzählt Buffalo Bill von einem Auftrag, 7 glorreiche Streiter zu sammeln, die mit Mut der Masse wieder aufrichten sollen. So ähnlich wie in Zelda. Zelda. Nur ein Unterschied, dass es hier keine Kristalle oder so sind. Roll jetzt all diese glorreichen 7, lass ich mir gefallen. Ha, das wohl, aber. Wie jetzt? Aber! Wer ist noch klar bemittelt? Sei es denn auch wert, dass der berühmte Buffalo Bill mit euch reitet? Leisigkeit! Es bin jetzt rein! Was für eure Tüchtigkeit und ich will euer Gefährte sein! Fast so, 60 Jahre was Bestimmtes! Natürlich, Miss! Schießt mir 50 Büffel und bringt mir eine Felle als Beweis! Was bisher soll denn das Beweis, mein Herr? Sagt mir, dass ihr echte Kerle seid! Mit sorgender Argumentation! Haben wir einen Deal! Über 50 Büffelfälle und ich bin euer Mann! Schlecht gekraft nur! Die ganze Kommode ist Land von Medianerschmuck gefüllt! Handvoll Medianerschmuck gefüllt. Doch, passt. Ich hätte schon erzeugt, dass es gar nicht da ist. Weg von meiner Büffelbüchse! Ja, ist ein Bratstück! Ich muss ein ganzes Magazin in ihn einpuppen. Ha, das war ein Spaß! Ja. Was ist, haben wir hier noch so? Kleine Souvenir-Kakteen, Erinnerungsfotos und mehr sind nur für Buffelbill interessant. Hm. Diese unbedeutenden Typen, diese Stange ist noch nicht eingeräumt. Ja, ja. Außerdem riecht es nach Büffel. Kiste ist fest verschlossen. Besten Büffelrezepte von Arkansas Keule bis Zankapfelfüllung. Für zwei Personen. Der Kurier des